So, hallo Leute und willkommen zurück. Ja, wie ihr seht, ihr habt nichts verpasst. Ich bin immer noch am Paddeln. Und zwar da hinten zur Insel. Ich hätte es jetzt rausschneiden können, ja. Aber vielleicht passiert da noch was Spannendes. Eine Haiattacke oder sonst irgendwas. Man kann ja nie wissen. Außerdem sind wir hier schon lange nicht mehr durch die Nacht gepaddelt. Ich finde es auch interessant, wo er das Paddel reinhaut. Okay. So, mit den neuen Steinen möchte ich mir nämlich erstmal ein Lagerfeuer, also mein Lagerfeuer erweitern auf die höchste Stufe. Auf diese, mit diesen, ich sag mal, wir haben es ja letztens noch auf der alten Insel gesehen. Denn das soll nämlich eigentlich den Vorteil haben, dass man da Essen dranhängen kann. Wie gesagt, theoretisch sollte das den Vorteil haben, so wie ich es gelesen habe. Da ist ja irgendwo ein Hai in der Nähe. Was werden wir sonst noch machen? Ich muss mal schauen, ob ich wieder eine Hütte baue, weil eigentlich ist das eine Verschwendung. Also eigentlich bringt es gar nicht so viel. Muss man da einfach mal zugeben. Ich könnte ja trotzdem mal schauen, eine aufzubauen. Ich könnte euch vielleicht auch mal zeigen, wie man da eine größere baut. Denn man kann die Dinger natürlich auch noch vergrößern, indem man einfach mehr Foundations aufeinander setzt. Das wäre dann natürlich auch noch recht interessant vielleicht. Zumindest erstmal gezeigt zu haben. Solange man damit noch nicht so viel machen kann. Und da hätten wir auch schon den Sonnenaufgang. Sehr schön. So, da ist unser altes Schiff, wo wir, glaube ich, am Anfang mal drin waren. Da rechts ist ein Hai. Wie war es anders zu erwarten? Aber ich finde, hier sind echt viel zu viele Haie, vor allem viel zu nah an Inseln. Weil die trauen sich ja hier so extrem nah ans seichte Wasser, dass sie doch Gefahr laufen müssten zu stranden. Na gut, vielleicht wollen sie es ja auch. So, hier nochmal so einen ordentlichen Ruck. So. Die Flashlight hat sich auch verabschiedet. Wow! Okay, blöde Idee. Das sollte ich nicht so machen. Dann bringe ich erstmal die Steine hier hin. Bucket Seawater. Bucket Seawater. Das kann ich wahrscheinlich kochen, oder? Dann hätte ich trinken. Gehe ich mal von aus. So, dann nehme ich die Axt. Und leg sie mir hier auch noch zu. Hier zu meinen ganzen Utensilien. Dann hätte ich noch eine Machete gefunden. Und meine Laterne. Okay, das ist die fast kaputte. Das ist in Ordnung. So, wie sieht's aus? Wir bekommen Hunger und Durst. Da wollen wir doch mal gucken. Erstmal Fire Pit. Dann das nächste Fire Pit. So, da hätten wir das fertig. Dann rücken wir mit den Stöcken hier so ein Stück näher, damit wir die auch verkräften können. Dann brauchen wir nämlich nochmal einen Speer. So. Und jetzt würde ich mal gern Fisch essen. Obwohl, was mich jetzt interessieren würde, ist wirklich, wenn ich... Bucket. Da man hat es volllaufen sehen. So, jetzt ist das Wasser voll. Das geht tatsächlich. Ich kann es da reinhängen. Hilft mir jetzt allerdings nicht so wirklich bei meinem Hungerproblem. Macht das auch ein Bing-Geräusch, wenn es fertig ist? Ah, Moment. Das könnte mir aber gegen mein Hungerproblem helfen.
Komm her, du scheiß Sardine. So, eine. Zwei. Ich würde gerne ein paar mehr haben. Da ist mal. Na komm. Drei. Und da nochmal vier. Hm. Jetzt habe ich keine Leben verloren. Hier genau diese Wassertropfen meine ich. Die waren, glaube ich, vorher noch nicht zu sehen. Okay. Dann wollen wir doch mal eben schauen. So, ich tue mal eben die Crafting-Materialien hier kurz zur Seite. Damit ich das auch schön auseinanderhalten kann. Ich glaube, es geht schneller, wenn ich die einfach aufhebe. Dann hier wieder hinlege. So. Was wir brauchen, ist auf jeden Fall mehr Holz. Und? Bitte? So. Bing hat es noch nicht gemacht, oder? Ich glaube nicht. Nicht, dass mir die ganze Scheiße da einfach verdampft, ne? Komm, geht kaputt. So, mehr Sticks. Ich hätte die Lische jetzt mal hier so. Jetzt könnte ich alles kräften, sehr schön. Hier sind natürlich noch ein bisschen mehr. Nehme ich auch noch mit. So. Kotori beschwert sich gerade über meine allerersten Isaac-Parts. Sie meint gerade, boah, ist das schlimm, wenn man bei der Wand guckt, wo du noch nicht mal weißt, was die Items machen, beziehungsweise die Trinkets. Mittlerweile weiß ich ja, was die meisten Sachen machen. So, dann bitte ich hier hin. Nochmal vier Stück. Wir haben also hier schon mal so ein bisschen Materialien sammeln für später. Damit wir nachher noch mal was machen können und so. Aber was wir hauptsächlich machen müssten, wäre eigentlich Schiffe durchsuchen. Das heißt, so minimal wie möglich ausgerüstet, losziehen und Schiffe suchen. Schiffwracks. Weil da ist natürlich der gute Loot drin. So, noch mehr. Bucket of fresh water. Bucket. Ah, so frisch war es anscheinend dann doch nicht. So. Ich wollte eine Sardine kochen, habe ich gesagt, ne? Tun wir dies doch auch. Nichtsdestotrotz brauche ich leider was zu trinken. Also mache ich mir hier schon mal meine Kokosnüsse bereit. Das klingt so, als würde ich da so ein Stück von abbeißen oder so. Stelle ich mir aber schmerzhaft vor. So, auch nochmal. Trinkbar, trinkbar. Mein Fisch ist fertig. Oder auch nicht. Vielleicht die Fische jetzt auch auf jeden Fall mal dahin. Jetzt habe ich das Ding wieder mitgenommen, ey. Ich wollte nur was trinken. So. Das ist eine getrunkene.
Das auch. Ich würde echt gern so eine Sardine essen. Aber im Notfall mache ich mir hier schon mal was bereit. Falls das dann doch nicht so klappt. Da ist sie wieder fertig, theoretisch. Guck, Sardine. Okay, wie viel habe ich? 3. Wow. Die Viecher bringen ja mal so gar nichts. Okay. Yucca-Pflanzen hätte ich gerne ein paar mehr, so ein paar Wäldchen. So, hätten wir schon mal 2. Und nochmal 2. So, was hätten wir sonst noch? Da ist noch. Oh, meine Sardine. Und dann packen wir die nächste dran. So. Dann gucken wir mal weiter nach. Fasern dürften das eigentlich sein, oder? Oder sind das wirklich schon Seile? Ich weiß es nicht. Ich nehme es mit. Lashing. Nehmen wir nochmal Kartoffeln. Einfach mitnehmen. Könnte man auch sogar essen, weil die Fische bringen irgendwie gar nichts. Wahrscheinlich müsste ich hier noch einen auf Kochsimulator machen, damit die was bringen. Teilweise ist es echt blöd mit der. Ups. Was sollst du denn darstellen? Also Fische bringen gar nichts. Da hätte ich mir jetzt echt mehr erhofft. Ach, das ist auch noch nicht gekocht. Ja, also, wie gesagt. Keine Ahnung. So. Ein paar mehr davon und Hammer Time. So, gucken wir doch mal, was wir haben. Wir haben eine Foundation. Und zwar kann ich euch jetzt zeigen, das kennt ihr ja. Das ist ja das Grundgerüst eines Hauses. Wenn ich damit jetzt aber zum Wasser gehe, hier, dann wird es zum Floß. So könnte ich mir einen Floß bauen. Für die, die das auch nochmal wissen wollten. So, hier hätte ich aber allerdings am liebsten so eine Hütte. So, einmal. Na? Was habe ich denn jetzt zu wenig? Könnten jetzt echt schon Steine sein, die ich zu wenig habe? Okay, dann bleibe ich aber bei einer Hütte, die nur 1 groß ist. So, dann lege ich euch jetzt mal wieder in der Nähe der Hütte. Damit ihr auch zusammen erkannt werdet. Wie Schiss. Ich finde das Crafting-System echt interessant, weil es mal wieder so ein anderes Crafting-System ist. Es ist nicht so, ja, von wegen, du hast einfach so im Inventar so ein Ding, wo du craften kannst. Oder wie bei Minecraft im Inventar, beziehungsweise in der Workbench oder sowas. Es ist einfach mal wieder so ein komplett neues. Auch wenn es teilweise sehr unnötig ist, weil man es hinlegen muss, finde ich. Also das finde ich ein bisschen übertrieben, dass es wirklich gar nicht im Inventar geht, wenn man zum Beispiel einfach nur eine Axt oder so craften möchte. Aber gut, so ist das Crafting-System. Daran muss man sich einfach gewöhnen. Die Krabbe lebt sogar, die da drunter liegt. So. Wir brauchen erstmal Supports. Also es wird hier wieder so ein kleines, nur wie man gerade sieht. Aber mir reicht so ein kleiner. So, für den Rest brauche ich jetzt nämlich schon wieder mehr Holz. Daher meinte ich, dass ich unter Umständen auch wieder Holz mitnehmen soll, weil so viel habe ich hier gar nicht mehr. Wenn ich wüsste, welche Insel wirklich am nächsten ist, wo ich so gut wie gar nicht fahren müsste, dann würde ich von da auch erstmal das ganze Holz looten. Also die Bäume fällen und dann erstmal hier hinbringen. So, und komm, willst du es doch auch einmal rübertragen, bitte. So, da hätten wir das hier. Komm, geh ab.
Ich habe das Gefühl, mit Axt wird es natürlich deutlich schneller gehen, aber warum sollte ich das nicht mit der Machete machen? Wir haben davon ja noch ewig viele. Wohl bemerkt. Zwei oder so haben wir da hinter uns ja noch rumliegen. Da ist meine Krabbe fertig. Oh, komm, ich muss essen. Und wir hängen einfach mal die nächste dran. Ups. Anzünden wollte ich den Baum dann doch nicht. Den brauche ich nämlich noch. Oder zumindest die Ressourcen, die da rauskommen. Kommt hier kaputt. So, und dann könnte ich nämlich eigentlich demnächst auch schon wieder los, oder? Was meint ihr? Weil das, was man ja hauptsächlich jetzt eigentlich machen müsste, ist erkunden. Und dann wirklich erkunden, was gibt es in den Booten, die Items daraus farmen. Das halte ich momentan am sinnvollsten. Oder für am sinnvollsten, ich sag's mal lieber so. Upsala. Wollte eigentlich nur das Ding hier kaputt machen. Und? Komm. Danke. Da flog eine Krabbe. Da wäre das Feuer aus. Ne, Wand. Na? Füße doch auch, komm. Hallo. Es regnet. Ich habe wieder dieses ultra ekelhafte Geräusch. Und wir haben schon wieder zu wenig. Oh, die wachsen aber echt schnell nach, ne? So, Leashes. Auch noch mal welche. Und noch mal eine Palme. Weil wir das Holz brauchen. Wohl oder übel. Und. Da hätten wir es. Ach ja. Was man nicht alles tut, ne? Eine Wand will ich halt noch mindestens drin haben. Da läuft die kleine Krabbe auf der großen Krabbe rum. Interessant. Und pluck. So. Nächster. Jetzt. Das Ding dürfte auch so langsam zu Bruch gehen. Die Machete. Sollte aber auch kein Problem eigentlich darstellen. So. Noch eine Wall. Und dann natürlich auch noch ein Roof. Man könnte die Dinge auch ein Stück höher bauen und dann noch mit Treppen. Aber ich wüsste nicht, warum ich das machen sollte. So. Und ich wäre es dafür, dass wir da drin diese Sachen hier sammeln. Okay, mehr Platz habe ich gerade nicht. Die Eimer. Dann die Flair. Ich will die Krabbe mir die Flair klauen. Ich glaube, es geht los. So. Das Werkzeug lege ich mal hier vorne hin. Da wird es auch schon wieder dunkel. Wasserflasche. Hammer. Ich weiß, man kann die Dinge auch irgendwie drehen. Ich weiß gerade nur nicht wie. Die Laterne legen wir mal oben drauf, denn es ist da immer schön hell erleuchtet. Boah, ich sehe ja hier gerade gar nichts mehr.
Wie spät ist es denn? 18 Uhr. Wir könnten schlafen, wenn ich mein Bett finde. Sleep. So. Das da oben sollte jetzt immer schön hell erleuchtet sein, falls wir das Ding mal wiederfinden müssen. Und der Regen dürfte eigentlich auch aufhören, so langsam. So, Bandage, Messer. Was? Axtmachete. Speer. Bandage. Speer. Axt. Messer. Und das Engine-Teil. Okay. Wir haben leider wieder keine Sticks mehr. Und wir wollen auch so langsam wieder was getrunken haben, wie es aussieht. Ah, da sind sie. Okay. Eine noch. So. Machen wir die auch noch kaputt. Und dann beende ich auch gleich den Part, nachdem wir noch ein bisschen was gegessen haben. Und zack. Hopp. Einmal. Zweimal. Und der hängt hier so ein bisschen ab, so wie es aussieht. Ne, mein Freund? So, ich habe jetzt nur leider keine Holzdinger mehr, ne? Ne, schade, sonst hätte ich euch jetzt... Doch, da, Sticks. Sonst zeige ich euch jetzt auch nochmal, wie man da Holz reinpackt. Und zwar, indem man einfach Sticks so macht. So packt man da Holz rein. Ja, darauf hätte man kommen können, muss ich zugeben. Okay. Das ist unsere Ausgangslage. Ich danke euch fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.